Derzeit bearbeiten wir 80 bis 400 Tests maximal zurzeit. Die Testung selbst dauert 2,5 bis 5 Stunden. Man muss immer die Technik berücksichtigen. Wenn wir mit Extraktionsrobotern arbeiten, dauert das bis zu 5 Stunden. Das ist für große Probenvolumina gedacht. Man kann es aber auch manuell machen, dann ist man etwas schneller. Derzeit arbeiten 10 Mitarbeiter in dem Bereich der molekularpathologischen Diagnostik. Es braucht spezielle Geräte dazu. Zum einen sogenannte PCR-Cycler, das sind Geräte, mit denen man die Erbsubstanz vermehren kann. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, und das ist eigentlich das Nadelöhr dieser Technik, ist die Extraktion der Erbsubstanz aus den klinischen Proben. Und das erfolgt überwiegend heute über Roboter. PCR-basierte Schnelltests sind außerordentlich hilfreich, allerdings derzeit von der Industrie noch nicht verfügbar gestellt worden. Sie werden vor allem für den Krankenhaussektor sehr, sehr hilfreich, weil wir mit diesen PCR-basierten Schnelltests innerhalb von einer Stunde Ergebnis hätten. Und dann gibt es sogenannte Schnelltests, bei denen geht es um den Nachweis von Antikörpern im Serum. Die sind auch noch nicht in großer Zahl verfügbar. Wir hoffen, dass wir sie ab nächster Woche im Einsatz haben werden können. Wenn man viele Menschen testet, hätte es den Vorteil, dass man natürlich immer genauer weiß, wie verbreitet ist diese Erkrankung tatsächlich in Vorarlberg. Wobei man sagen muss, wir haben in Vorarlberg eine bereits sehr, sehr hohe Testfrequenz. Wir haben die Frequenz zum Beispiel in Südkorea schon bei Weitem überschritten. Wir liegen also international sehr, sehr gut. Das ist wichtig zu wissen. Natürlich kann man das noch ausweiten, aber es muss auch klar sein, dass das noch mehr Ressourcen fordert und die Frage ist, ob wir das wirklich auch personell und maschinell wirklich im großen Stil dann stemmen könnten.